Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es hat eben ein kleines bisschen geregnet. Ein ganz kleines bisschen. Müssen wir uns jetzt freuen? Müssen wir uns jetzt ärgern? Regen. Was müssen wir jetzt tun? Darum soll es gerade gehen. Und die meisten werden es hoffentlich mitbekommen haben, dass die Situation jetzt, bis jetzt, ja, jetzt möglicherweise regnet es gerade bei euch, wenn ihr dieses Video seht, aber bis zu dem Zeitpunkt, dass es bei euch geregnet hat, sah die Situation sehr düster aus. Und ich habe es leider nicht mehr aktueller geschafft und habe nicht ganz aktuelle Karten, aber die sind vom 24. in diesem Fall. Ja, vom 24.04. Ich glaube, es gibt inzwischen neuere, die werden jetzt auch nicht immer täglich aktualisiert. Jedenfalls am 26. ausgedruckt, am 24. Runter, nee, Quatsch, also vom 24. sind die Daten, am 26. ausgedruckt. Was ist heute? Heute ist der 28., also die sind 4 Tage alt. Das hier ist der aktuelle Gesamtbodendürrezustand vom Dürremonitor ausgedruckt, vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das UFZ, das Umweltforschungszentrum vom Helmholtz-Zentrum genau genommen. Link findet ihr in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch auch genau angucken, ob es da inzwischen schon wieder eine aktuellere Karte gibt. Dürrezustand Gesamtboden. Die paar Tropfen, die jetzt runterkommen, werden in den nächsten Tagen bestimmt nichts an diesem Bild ändern. Nichts bis hin zu Nuancen in ganz, ganz wenigen Regionen. Theoretisch möglich wäre zum Beispiel eine schnelle Wasseraufnahme im Schwarzwald, weil da ist gar nicht so viel Boden da und der Gesamtboden ist dementsprechend relativ schnell wassergesättigt mit recht wenig Regen. Das führt aber trotzdem noch lange nicht dazu, dass sich eine sehr, sehr angespannte Situation signifikant verbessert. Bevor wir auf die Karte genauer eingehen und auch noch 2, 3 andere Karten angucken, kurz ein Wort zur Gesamtsituation. Wir haben jetzt 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn es jetzt nicht trotz Wiedererwarten plötzlich einen super nassen Sommer geben sollte. Und das ist sehr unwahrscheinlich inzwischen, muss man wirklich sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wäre möglich, ganz genau vorhersagen kann das keiner. Wirklich glauben, dass es passiert, möchte trotzdem irgendwie niemand, der sich mit dem Thema Meteorologie nennenswert auseinandersetzt. Und ich kann es mir auch schon fast nicht mehr vorstellen, aber es wäre möglich, dass der Sommer doch noch jetzt recht verregnet sein könnte. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der dritte Extreme bis hin zu außergewöhnlich. Und außergewöhnlich ist in der Klassifikation dieser Karten schlimmer als extrem. Außergewöhnlich ist das schlimm. Ich werde angegriffen von irgendwelchen glitschigen Waldteilen, die sich anfühlen wie eine Schnecke, aber dann doch nur ein Stückchen Buche sind. Heidenei. Naja, jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also eine außergewöhnliche Dürre ist schlimmer als eine extreme, wenn man eben der Klassifikation dieser Karten hier folgt. Und das bedeutet, dass wir überall, wo wir hier das dunkle Rot haben, also zum Beispiel in gefühlt ganz Sachsen, da haben wir diese sogenannte außergewöhnliche Dürre. So, und das ist nicht weiter verwunderlich, denn wir hatten dieses Frühjahr, von, ich glaube, Mitte Januar bzw. spätestens ab Februar bis jetzt März, ich glaube Januar bis März war es, hatten wir das wärmste Frühjahr in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnung, also seit roundabout 150, ein bisschen länger, 150 Jahren ungefähr. Ja? Und das ist jetzt dahingehend nichts Besonderes, dass sich diese Rekordwerte, das Wärmste, der Wärmste so und so, das Wärmste so und so,
das Blablablub und so weiter und so fort, wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das wiederholt sich jetzt eigentlich quasi alle paar Jahre. Ein neuer Rekordwert ist alle 2-3 Jahre für die jeweilige Sache fast schon wieder verfügbar. Also daran hat man sich jetzt inzwischen schon langsam gewöhnt. Und es ist ja auch logischerweise natürlich, wenn es immer wärmer wird, ist klar, dass die Maximalwerte auf aller Zeiten schönes Englisch, regelmäßig wieder übertroffen werden. Das ist ja irgendwo selbsterklärend. Und so gesehen soll es einen nicht groß überraschen, aber es überrascht mich leider doch, weil ich bisher eigentlich guter Dinge war, weil wir nämlich im frühen Jahresbeginn, also noch im Winter in Anführungszeichen, zwar keinerlei Spuren von Schnee gehabt haben und der Winter natürlich auch unglaublich warm gewesen ist, teilweise wirklich viel zu warm. Aber in dieser Phase hat es immerhin am Anfang vom Winter doch recht viel geregnet und da konnte man jetzt dann ein bisschen Hoffnung schöpfen, dass es vielleicht dann doch nicht ganz so dramatisch entsprechend eben wird und sich die Grundwasserreserven sogar ein wenig wieder auffüllen. Das haben sie auch getan, bis es halt wieder aufgehört hat zu regnen. Und seit es wieder aufgehört hat zu regnen, hat es leider nicht wieder angefangen zu regnen. Was man häufiger lesen konnte in den Medien, in der Zeitung, im Wetterbericht und sonst wo, war der Hinweis, dass es im April normalerweise rund 40 bis 50 Millimeter, also Liter pro Quadratmeter haben sie es da angegeben, entsprechend regnet. So. Und letzter Stand, bis jetzt diese Regenfälle, die wir jetzt gerade erleben, möglicherweise, hoffentlich zumindest, ich wünsche es euch, ich gönne es euch, absolut, bei uns ist jetzt bisher noch so gut wie nichts runtergekommen, ein kleines bisschen was, ja, aber das... So klingt furztrockener Waldboden, denn das bisschen was runtergekommen ist, das kommt noch nicht mal durchs Kronendach. Dazu mal ein Schwenk. Ihr seht, dickes Kronendach, ne, schön grün und alles, ist hier wirklich ziemlich dicht. Hier jetzt, wo ich sitze, noch nicht mal so sehr. Da drüben noch mal erheblich dichter, wenn man in die Richtung geht. Da bin ich eben, als ich in den Wald reingelaufen habe, fast erschrocken. Boah, ist das dunkel hier. So gehört es sich natürlich auch, gerade um diese Jahreszeit. Also war ich positiv überrascht. Boah, ist das immer noch gut dunkel hier. Aber diese Kronen da oben sorgen natürlich auch dafür, dass der Regen da erstmal reinfällt. So, und wenn es jetzt nur ein bisschen Regen ist, dann bleibt der Regen schlicht und ergreifend in der Krone hängen. Und jetzt, da die Außentemperaturen halt auch eben nun mal nicht besonders kalt sind. Ich bin jetzt zwar warm angezogen, aber das liegt daran, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass wenn ich hier ewig sitze, ich dann irgendwann schon anfange zu frösteln und ich werde hier wahrscheinlich eine Weile sitzen. Deswegen fange ich immer ein bisschen zu warm angezogen gerne an, um dann nachhinein dann immer noch warm nach Hause gehen zu können. Theoretisch könnte ich jetzt momentan auch noch ein T-Shirt mit Halstuch setzen. Halstuch brauche ich, weil ich immer noch ein kleines bisschen Halsweh-Hüsterchen habe, aber das habe ich um diese Jahreszeit immer. Das hat nichts mit irgendeiner bestimmten Situation, die wir gerade haben, zu tun. So, dieser Vorgang, dass das da oben schon wieder vertrocknet ist, bevor es überhaupt am Waldboden ankommt, das nennt sich Interzeption. Man kann das schön sehen, wenn man irgendwie, wenn es geregnet hat, in das Gebirge reinfährt. Das kann zum Beispiel der Schwarzwald sein, insbesondere eben ein laubreiches Gebirge. Das muss also nicht zwingend Nadelholz sein, da sieht man es aber schöner. Dass dann die Wolken in den Bäumen hängen und von den Baumkronen aus so kleine Wölkchen aufsteigen. Das sind Interzeptionswölkchen, da verdampft das Wasser also quasi in den Baumkronen schon wieder, bevor es unten ankommt. Das kann natürlich auch dann passieren, nachdem ein sehr starker Regen war, dann verdampft der Restwasser, der noch oben hängt und nicht bis unten es geschafft hat, dann, bevor der dann unten ankommt, obwohl unten eben etwas angekommen ist. So, und wer jetzt in den nächsten Tagen mal auf die Wetterkarte guckt, der findet da so Angaben, wie es regnet im Bereich zwischen von mir aus 15 und 17 Uhr, je nachdem bei welcher Wetterkarte ihr guckt, regnet es 0,3 Liter pro Quadratmeter oder es regnet von 18 bis 21 Uhr 0,7 Liter pro Quadratmeter und so weiter und so weiter. So, wenn ihr das aufsummiert, dann braucht ihr über 12 Stunden
mindestens einen ganzen Liter pro Quadratmeter, damit der am Waldboden überhaupt ankommt. Ja, vorher passiert da überhaupt nichts und insbesondere wenn es warm ist, dann erst recht nicht, weil da wird ein durchschnittlicher Wald eben diesen durchschnittlichen 1 Liter gar nicht erst durch die trockenen Baumkronen lassen. Das heißt, gerade für mich hier jetzt in der Region, was heute runtergekommen ist, davon hat der Wald ein paar Tropfen, die dann vom Wind abgeschüttelt wurden und tatsächlich bis zum Waldboden runtergefallen sind, gesehen. Diese paar Tropfen, das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist nichts. Das kann man quasi ignorieren. Das wird von den Mikroorganismen, die an der Stelle auf dem alten Laubblatt sitzen, das da gerade gelegen ist, sofort absorbiert. Die freuen sich und verteilen sich ein paar Mal und dann ist auch schon wieder weg und das Wasser und geholfen hat es den Lebewesen, die wir hier gerne sehen wollen, hier, also sowas da im Hintergrund, jetzt nicht unbedingt der tote Geselle hier, denen hat es nichts geholfen. Ha? Aber das ist nur bei mir, bei anderen in anderen Ecken sieht das besser aus. Aber behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr in der nächsten Zeit auf die Wetterkarte guckt. 1 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden, damit überhaupt irgendwas im Wald ankommt, muss es sein. Ansonsten ist es quasi für den Acker vielleicht noch ganz schön, ja, aber viel hilft das auch nicht. Viel hilft das wirklich überhaupt nicht. Für die Wiese vielleicht noch ein bisschen ganz schön. Vielleicht für die Topfpflanze, wenn man sie direkt unter die Regenrinne stellt, dann möglicherweise kann da auch noch ein Mängelchen zusammenkommen, was dann irgendwie so irgendwas Gutes. Aber mehr aber auch nicht so. Und das bedeutet, dass wir jetzt mit dem bisschen Regen, was jetzt in den nächsten Tagen runterkommen wird, lass es meinetwegen 6, 7, 8 Liter pro Quadratmeter sein, deutschlandweiter Durchschnitt. Ja? Selbst wenn es das wäre, sind ja auch ein paar Starkregenereignisse dabei. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, der Wert, den ich da angebe, das ist jetzt erstens schon ein paar Tage her und zweitens, ich rede hier von pflanzennutzbares Wasser. Wenn es zum Beispiel jetzt 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von ein paar Stunden Gewitter-Starkregen runtermacht, also so ein richtig krasses Starkregenereignis, davon kann nur ein Bruchteil vom Boden aufgenommen werden und ist dann demzufolge auch nur ein Bruchteil davon pflanzenverfügbar. Also falls ihr jetzt durchaus Starkregenereignisse bei euch habt, das ist noch mal ganz was anderes, weil das halt alles oberflächlich abfließt und gar nicht im Boden landet. Aber dazu kommen wir später noch, nur bevor an dieser Stelle jetzt hier Verwirrung aufkommt. Dann wären wir immer noch beim Defizit von ungefähr 80%, was uns fehlt, im Vergleich zu einem Normal-April. Und das ist dann immer noch, um mal in dieser Karte es auszudrücken, das mindestens das Orange, das dunkle Orange. Und das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um sich hier mal die einzelnen Farben etwas genauer anzugucken. Also wir haben hier dieses ganz, ganz milde Einfärbung, die wir zum Beispiel in großen Teilen Niedersachsens haben. Dann haben wir, das heißt ungewöhnlich trocken. Ja, also nicht für die momentanen Verhältnisse und die Verhältnisse der letzten Jahre ist ungewöhnlich trocken, im quasi das Neue sehr nass, muss man sagen. Ja, dann haben wir das Gelb. Das Knallgelb, das könnt ihr euch im Internet auch gerne noch mal genauer angucken. Zum Beispiel hier um Bremen. Das ist Bremen, oder? Ja, das ist Bremen, weil das da ist Hamburg. Kurzer geografischer Aussetzer. Ja, natürlich ist das Bremen. Um Bremen drumherum, also hier da beim Zipfel von Bremen, haben wir dann dieses knalligere Gelb. Das ist also hier die nächste Stufe. Das ist schon eine mäßige Dürre. Dann gibt es das Orange, zum Beispiel hier unten. Das ist eine Dürre. Dann gibt es das helle Rot. Das könnte auch schon schwere Dürre sein, das Orange, ich weiß es nicht, aber das helle Rot ist auf jeden Fall eine extreme Dürre. Und dann gibt es noch Sachsen und leider auch die Schwäbische Alb, die Münchner Schotterebene zum Beispiel und auch unseren Schwarzwald. Das ist alles die sogenannte extreme Dürre. So, und jetzt müssen wir uns mal noch ein bisschen unterhalten. Was heißt das jeweils?
Diese Karte basiert darauf, dass man sich die Wetterdaten der vergangenen Jahre, Jahrzehnte und wirklich langen Zeiträume angeguckt hat und geschaut hat, wie viel Niederschlag fällt da so durchschnittlich. Ja? Man hat hier also alle Jahre mit ihrem jeweiligen Niederschlag in der jeweiligen Region. Die Karten sind ja in einzelne Pixel unterteilt. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es sind eine Menge. Das lässt schon eine gute räumliche Auflösung zu. Und für jeden dieser Pixel, in Anführungszeichen, die wir hier drin haben in der Karte, haben wir eben einzelne Wetterdaten. So. Und da wissen wir also die Niederschläge der ganzen, ganzen, langen, langen letzten Zeit. Ich habe es nicht nochmal extra nachgelesen, über welchen Zeitraum genau, aber er ist lang. Und jetzt gehen wir hin und gucken, in wie vielen Jahren von diesen vielen Jahren hatten wir einen Niederschlag, der so selten ist wie jetzt. Ja? Und wenn das nur, naja, wenn das, sagen wir mal, ich glaube bei 10, bei 20% oder sowas geht's los. Ich glaube bei 10 oder 20% geht's los. Ja, also in von diesen vielen Jahren, die 20% trockensten Jahre, ja, also von 5 Jahren jeweils das Trockenste rausgesucht, kann man das so ungefähr sich verdeutlichen. Ja, das ist hier dieses Hellgelb. Das heißt, so ein Jahr ist ungewöhnlich trocken. Genaue Zahlen schreibe ich euch nochmal unten hin. Ich mache das Video spontan. Ja, ich habe zwar die Karte dabei, aber das schreibe ich euch unten nochmal hin. Jedenfalls, das ist ungewöhnlich trocken. Und dann geht es weiter runter. Dann wird es immer seltener, das Ereignis. Ja? Das Rote, das ist quasi schon ein Jahrhundert trocken. Also das hellere Rote, das ist so ein bisschen wirklich, wirklich extrem trocken. Ein wahnsinnig seltenes Trockenheitsereignis. Man könnte von einer Jahrhundert-Trockenheit sprechen oder zumindest eine 50-jährige Trockenheit, sowas um den Dreh. So, und dieses Dunkelrot, das liegt irgendwo, nur damit wir das wirklich einordnen können, irgendwo zwischen noch niemals dagewesener Trockenheit und so ziemlich den 2 bis 3 extremsten Trockenheitsereignissen, die es in der Geschichte eben dieser Kartendatenreihe jemals gegeben hat. Irgendwo so in diesem Bereich. So, und zumindest für Sachsen kann ich neuerdings wirklich sagen, dass in Sachsen wir fast landesweit inzwischen noch nie dagewesene Trockenheitsereignisse haben. Also so trocken, wie es in Sachsen gerade ist, die Bodentrockenheit, das gab es noch nie. Also für den Gesamtboden, ja? Wasser, Trockenheit im Gesamtboden. So, gut zu wissen, ne? So. Das gleiche sieht ungefähr eben auch, wie gesagt, hier in der Münchner Schotterebene so aus. Dann hier bei uns im Schwarzwald, Schwäbische Alb, sehr, sehr, sehr mies. Wer kommt denn noch relativ gut bei rum? Und es ist in letzter Zeit übrigens immer schlimmer geworden. Ich habe dauernd drauf geguckt auf die Karte die letzten Wochen. Es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Noch recht gut kommt weg Schleswig-Holstein. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn du direkt zwischen zwei Meeren in Anführungszeichen gelegen bist, dann hast du da noch gewisse Vorteile. Das war letztes Mal, habe ich das auch schon mal irgendwann erzählt. Es hat sich Mecklenburg-Vorpommern ein wenig erholt. Da sah es schon schlimmer aus. Es hat sich Niedersachsen sehr erholt. Da sah es auch schon erheblich schlimmer aus. Das muss man ja auch mal positiv zur Kenntnis nehmen. Es hat sich hier in diesem Bereich viel getan und auch eine deutliche Erholung können wir hier in Rheinland-Pfalz und ja gut im Saarland teilweise, da war es schon vorher eigentlich ganz gut, deswegen von Erholung möchte ich da nicht sprechen, da gibt es jetzt aber auch wieder ein paar rote Fleckchen. Ja, da sieht es so halbwegs gut aus. Aber was wir leider immer noch erkennen können, das ist jetzt seit 2018 durchgehend so, wir haben hier leider, wenn wir Deutschland so teilen wollen, bis auf jetzt noch ein paar Flecken in Baden-Württemberg, eben mein Schwarzwald und so weiter und so fort, haben wir hier fast schon eine geografische Trockenheitslinie, dass die Osthälfte, geografisch Ost, eben erheblich trockener ist als geografisch West. Das ist auch kein Zufall, sondern liegt schlicht und ergreifend daran, dass Deutschland so ein bisschen in der Mitte die Grenze zwischen subatlantischem und subkontinentalem Klima hat. Kontinental bedeutet höhere Temperatur, extrem, es wird im Sommer wärmer, es wird im Winter kälter. Man hat insgesamt seltener Niederschlag, weniger verteilt, dafür dann aber auch wieder heftiger. Kontinental, also immer extremeres Wetter, höher, weiter auseinander zwischen sehr trocken und sehr nass.
weiter auseinander zwischen sehr heiß und sehr kalt. Und atlantisch geprägtes Klima oder genauer ozeanisch, in unserem Fall ist es halt der Atlantik, das muss man ansehen als eine Form von ausgeglichenerem Klima, wo die Extremwerte zwischen Winter und Sommer zum Beispiel nicht besonders hoch sind. Also der Unterschied nicht besonders hoch ist. Ein Klassiker ist zum Beispiel Schottland, hat ein sehr, sehr atlantisches Klima mit vergleichsweise sehr milden Wintern für die Höhenlage, aber auch sehr kühlen Sommern für die entsprechende Höhenlage und insgesamt sehr viel Niederschlag. Und man kann nicht wirklich sagen, wann es genau am meisten regnet, weil es regnet gefühlt, bisher, jetzt auch nicht mehr, aber bisher einfach immer, ja? Oder zumindest immer mal wieder zwischendurch. Und es ist schwer, das festzustellen, wann denn am meisten. Es gibt zwar Höchstwerte, die lagen, glaube ich, im Juni, Juli, August, sowas um den Dreh, aber gar nicht so weit auseinander alles. Ja? So, und in Deutschland verläuft eben diese Grenze zwischen diesen beiden Klimatypen leider einmal genau mittendurch und deswegen, beziehungsweise Schleswig-Holstein mal ausgekoppelt, weil es ja an zwei Meeren liegt, sonst ziemlich mittendurch und dann haben wir leider den Salat. Ja, diese Karte ist jetzt einfach dahingehend spannend und guckt euch die bitte gerne nochmal eben entsprechend an. Dürresituation, Gesamtboden, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Nochmal, ich verlinke euch auch, wo ihr die findet. Die ist dahingehend spannend, wenn man verfolgen möchte, wie denn die Entwicklung ist. Wenn ihr übrigens weiter runter scrollt auf der Seite vom Helmholtz-Zentrum, dann findet ihr unten auch noch eine animierte Ansicht, wo die Werte der letzten 14 Tage durchgeschaltet werden. Und ihr könnt sehen, wie es trockener und trockener und trockener wird, dann tendenziell aber auch ein bisschen besser, weil in manchen Regionen Deutschlands ja schon länger etwas, also so ein bisschen Regen dann teilweise gefallen ist. Also ich hocke hier im Tiefroten, ne? Also ich hocke in der krassen Trockenheit. Hier jetzt speziell in diesem Wald, ist kleinräumig, hat er die Besonderheit, dass es sich hier hinter mir schön zu sehen am gelblichen Boden um Löss handelt. Löss ist in der Lage, wenn dann mal Wasser da ist, dieses sehr gut aufzunehmen und das sehr gut auch an die entsprechenden Pflanzen weitergeben zu können. Soll heißen, wenn hier noch Wasser drin ist, dann können es die Pflanzen auch aufnehmen. Und wenn es jetzt mal hoffentlich in den nächsten Tagen so viel regnet, dass hier auch ein bisschen was durchs Blätterdach durchkommt, dann können es die Pflanzen auch direkt aufnehmen. Aber grundsätzlich hocke ich so am Rand zur schwerroten Zone. Wobei man sagen muss, die schwerrote Zone ist halt der Hochschwarzwald, also dunkelrot. Und da regnet es naturgemäß relativ viel. Also wenn hier Regenwolken vorbeikommen, dann regnen die da oben auch ab. Da wird es also dann jetzt ein bisschen was runterkommen. Ich hatte mal für die Hornisgrinde geguckt, die Wettervorhersage in verschiedenen Wetterdaten. Hornisgrinde, höchster Berg des Nordschwarzwaldes und einer der regenreichsten der regenreichste Ort, den wir hier weit und breit haben. Das ist so. Wirklich weit und breit, von komplett Baden-Württemberg mindestens. Es gibt in den Bayerischen Alpen noch ein paar Ecken, die noch regenreicher sind und es gibt direkt an der Küste noch ein paar Ecken, die noch regenreicher sind. Und wenn jetzt jemand mit dem Brocken um die Ecke kommt, nein, der Brocken ist doch der. Nein, ist er nicht. Es ist die Hornisgrinde. Außerhalb der Alpen und abseits der Küste ist die Hornisgrinde der regenreichste Punkt, den wir so haben in Deutschland. Ja? So. Zumindest, wenn mir nicht jemand jetzt um die Ecke kommt und mir einen Berg außerhalb der Alpen und nicht direkt an der Küste, da gibt es sowieso keine Berge, zeigt, der mehr als 2000 mm Jahresniederschlag hat. Zumindest historisch. Heute auch nicht mehr, ja? Aber das gilt für die anderen Berge ja auch. So, und da sollen es jetzt sein in den nächsten Tagen so irgendwas um die 10 Liter. Und selbst mit diesen 10 Litern, da es dann nicht allzu viel Wald oben auf dem Gipfel hat, haben wir dann immer noch eben ein 80-prozentiges Regendefizit zu einem durchschnittlichen April. Selbst wenn das jetzt eben bis zum Mai dann noch runterkommt, dieser Wert. Und es ist außerdem immer dann ein Riesenproblem, wenn der Niederschlag so sporadisch und alles auf einmal fällt. Weil so ein Boden, der wirkt wie ein Schwamm, der aber schnell oberflächlich vom Wasser verstopfen kann, beziehungsweise die Poren im Boden, die können auch aufquellen. Und wenn die aufgequollen sind, dann nehmen die erstmal nur noch sehr wenig Wasser auf und leiten es nur sehr langsam nach unten weiter. Also je nach Bodentyp, wenn du da 40 Liter pro Quadratmeter drauf gibst, innerhalb von ein paar Stunden, wenn so ein riesiger Gewitterplatzregen runterkommt von mir aus, das müsste dann aber wirklich ein sehr krasser sein, egal. Angenommen, das passiert, davon
10% oder was, was da wirklich vom Boden so aufgenommen wird, dass es dann hinterher für die Pflanzen auch so irgendwas gut ist. Ja, vielleicht 20%, wenn wir Glück haben. Mehr aber auch nicht, und es kommt natürlich auf den Zeitpunkt an, wie schnell und wie konzentriert es runterplattert. Der Rest ist sogenannter Oberflächenabfluss, das heißt, das fließt einfach den Hang runter. Auf der Oberfläche direkt. Man kriegt einen halben Bach durchs Dorf, Keller lauft voll und so weiter. Natur hat nichts davon, Keller trotzdem nass. Also das ist so ziemlich die blödeste Situation, die man hinsichtlich Niederschlag haben kann. Fun Fact: Die Niederschläge, die genauso ablaufen, haben in den letzten Jahren auch erheblich zugenommen. So ungefähr um das Doppelte. Toll, nicht? Da kommt doch Freude auf. So, die Waldbrandsituation war inzwischen übrigens auch schon so, dass wir schon mindestens 50 Waldbrände in Brandenburg hatten. Brandenburg ist ja immer Spitzenreiter, was Waldbrände angeht. Können auch schon deutlich mehr sein. Das ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Und die ist auch schon wieder eine Weile alt. Ne? Also durchaus möglich, dass das noch mehr gewesen sind. Dann muss man davon ausgehen, dass wenn Brandenburg 50 hat, dann die angrenzenden Gebiete haben sicherlich auch noch mal so mindestens ein Viertel davon, da es dann viele angrenzende Gebiete gibt, auch ziemlich rekordverdächtig. Ziemlich. Und wenn man sich eben die Waldbrandkarte mal angeguckt hat, das hier ist sie, so sieht sie aus. Die sieht jetzt momentan gar nicht mehr so schlimm aus. Das ist die für morgen. Ich habe sie mir vor ein paar Tagen prognostizieren lassen. Also es ist nicht die aktuelle für morgen, sondern die Vorhersage quasi für morgen. Also die aktuelle mag noch ein bisschen besser vielleicht aussehen, vielleicht aber auch ein bisschen schlechter. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe sie gerade nicht im Kopf. Aber so sieht eine Waldbrandgefahrenkarte aus. Da können wir unterscheiden zwischen grün, das heißt 1, das bedeutet also keine besondere Waldbrandgefahr. Man kann die mit genügend Napalm trotzdem noch anzünden, aber man muss sich schon enorm viel Mühe geben. Gelb, bisschen erhöhte Waldbrandgefahr, sei nicht völlig bescheuert, heißt das auf gut Deutsch. Sonst könntest du es schaffen, den Wald anzuzünden. Ja? Dann haben wir hier dieses hier, die typische Brandenburg-Färbung. Seit Jahren sieht Brandenburg gefühlt dauerhaft so aus. Nicht ganz, aber wirklich, es ist erschreckend. Ich finde das höchstens lustig, weil ich eine sehr eigenartige Form von Humor habe. Wenn ich mich also da irgendwie deswegen fröhlich wirke, dann ist es eher, aufgrund... Es gibt Situationen, da muss man entweder in Embryonalstellung in der Ecke hocken und vor und zurück wippen und heulen oder lachen. Und ich entscheide mich dann gerne fürs Lachen. Ja? Und ungefähr in diesem Bereich befinden wir uns in so einer Situation. Ja? Und deswegen habe ich da teilweise scheinbar Spaß dran. Brandenburg haben wir hier gerade Stufe 3. In Stufe 3, der Wald verzeiht kleine Fehler. Man darf nicht sowieso nicht rauchen. Ja? Das darf man eh nicht. Aber angenommen, man würde es tun, die Chance, dass wenn man eine Kippe in den Wald schmeißt, bei Stufe 3, der dann anfängt zu brennen, ich würde mal sagen, die liegt bei höchstens 1%. Irgendwie sowas um den Dreh. Bei Stufe 4 sind es dann schon 20 und bei 5 kannst du sicher sein, dass er dann brennt. So ungefähr kann man sich das etwa vorstellen. Also zwischen 3 und 4 und 5 liegen nochmal deutliche Welten. Und so gesehen sieht die Karte wirklich wieder ganz gut aus. Aber vor ein paar Tagen, hatte ich auch mal wieder drauf geschaut. Und da war quasi Gesamtdeutschland ein Flickenteppich aus mindestens 3. Es gab keine Ecke unter 3. Es gab fast überall, komplett Baden-Württemberg beispielsweise, war 4. Und Gesamt-Berlin-Brandenburg war gefühlt 5. Noch mit großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ebenfalls noch 5. So, und nur, dass wir uns das klar machen. Waldbrandgefahrenstufe 5 berechtigt in jedem Fall, den Wald zu sperren. Das ist auch sinnvoll, weil da ist der quasi Zunder, ja? Da besteht der ganze Wald nur noch aus Birkenrinde und Kienspan. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen für diejenigen von uns, die wissen, was ich meine, wenn man das jeweilige Zeug dann anzündet. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Natürlich ist es in der Praxis nicht ganz so dramatisch und es mag schon Leute geben, die Waldbrandgefahrenstufe 5 noch ein Feuerchen gemacht haben und dabei nicht den Wald angezündet haben, aber es ist trotzdem hochgradig dämlich und hochgradig gefährlich und man sollte es halt verdammt nochmal einfach sein lassen. Ja? Und natürlich übertreibe ich ein kleines bisschen. Aber
Ich meine, was haben wir davon, wenn wir ein Feuerle im Wald machen? Wir haben ein Feuerle im Wald. Gibt uns ein bisschen Seelenfrieden und ein bisschen Fröhlichkeit und gegebenenfalls ein wenig Vollendung und Selbstverwirklichung. Uns. So, und wenn hinterher der Wald abbrennt, dann ist irgendwie doof. Und dementsprechend halte ich es für angemessen, wenn man halt, sofern es sich noch irgendwie machen lässt, auf das Glücksgefühl, ein Feuerchen gemacht zu haben, dann halt eben mal verzichtet und dafür eben nicht und auch kein kleines und auch kein, schon gar kein mittleres und schon erst recht nicht ein hohes Risiko eingeht, dabei den Wald anzuzünden. Ne? So, also dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Jetzt, dieses Bild ist also erschreckend. Das haben hoffentlich alle zur Kenntnis genommen. Aber das besagt ja nur, dass wir unglaublich seltene Dürreereignisse hier haben und da und dort und da und naja, überall, wo es halt eigentlich sowieso überall. Aber das ist noch gar nicht so sehr die erschreckende Karte. Die wirklich, wirklich, wirklich erschreckende Karte ist diese Karte hier. So, und die sieht normalerweise um diese Jahreszeit vollständig blau aus. Und da muss man wissen, wenn hier jetzt irgendein Teil von Deutschland weiß ist, dann heißt das nicht, da ist alles gut, sondern da heißt, das weiß bedeutet, ist schon ziemlich kacke. Ja? Lediglich dunkelblau haben wir hier mal so zwischendrin kleinräumig getupfelt. Ja, da, zwischendrin mal. Oder auch da oben in Schleswig-Holstein, da so teilweise, da mal noch so ein bisschen. Das heißt, der Boden ist an, also das pflanzenverfügbare Wasser. Das hier ist eine Karte des pflanzenverfügbaren Wassers. Ja? Und dieses dunkle Blau heißt voll. Da passt nicht noch mehr pflanzenverfügbares Wasser in den Boden rein. Und wie gesagt, normalerweise sollte im April, vielleicht nicht mehr zwingend Ende April, aber mindestens Anfang April, komplett Deutschland dunkelblau sein. Eigentlich. Und dann nimmt es ein bisschen ab, geht vielleicht in den weißen Bereich und im normalen Jahr kriegen wir kleinräumig hier und da mal kurzfristig gegen Ende vom Sommer oder im frühen Herbst, bevor die Herbstregenfälle wieder einsetzen und immer mal wieder unterbrochen durch die starken Sommergewitter, die es früher mal gab, ne? Kriegen wir da immer mal wieder auch blaue Flecken zwischendrin. Aber so einen gelben Fleck, der ist schon... Da ist schon gar nicht so häufig, vorsichtig ausgedrückt. Ja, dass es mal farblos wird, also weiß, so wie hier zum Beispiel, ja, das kann schon mal passieren. So, gelbe Flecken, wie gelb und dunkelorange, also dieses hellgelb wieder hier, ne, das seht ihr hier so immer dazwischen. Und dann gibt es noch dieses dunklere Gelb. Keine Ahnung, wie man diese Farbe nennt. Nennen wir es einfach mal orange, weil das nächste, was kommt, ist dann schon wieder rot. Ab weiß über das einfache Gelb, das dunklere Gelb und das Rot befinden wir uns im Bereich der geringen Wasserverfügbarkeit für Pflanzen. Es gibt dazu auch noch Zahlen, mit denen will ich euch aber gar nicht so sehr nerven. Aber grob kann man sagen, bei weiß Vorrat für normales Wachstum noch so 2 Wochen bei Wald. Ja, so grob. Ausgenommen die Bäume, die einen besonderen Standortvorteil haben und irgendwie direkt am Bach stehen oder direkt eine Wurzel ins Grundwasser runter haben, wobei das inzwischen auch keiner mehr haben dürfte, da der Grundwasserstand auch nochmal erheblich runtergegangen ist, weil wir kein Grundwasser mehr haben, jedenfalls nicht mehr viel. Jedenfalls, solche Bäume sind noch eine Ausnahme, aber ansonsten kann man eben bei Gelb davon ausgehen, ja so noch 2 Wochen ungefähr und dann gibt es Schicht im Schacht. Ja? So, jetzt haben wir hier eben dieses Orange. Das ist so die Stufe kurz vor dem permanenten Welkpunkt. Ich finde, das ist ein schönes Wort. Der permanente Welkpunkt bedeutet, wenn der erreicht ist, dann wird nur noch gewelkt. Dann ist überhaupt keine Wasseraufnahme für zumindest normale krautige Pflanzen, die ungefähr so hoch werden, ist dann keinerlei Wasseraufnahme aus dem Boden mehr möglich. Das bedeutet für Pflanzen, die nicht künstlich bewässert werden, die sterben innerhalb von ein paar Tagen ab. Puff, fertig, aus. Ja?
So, wenn sie künstlich bewässert werden, dann können sie natürlich beliebig lange künstlich gewässert werden, solange wir noch Grundwasser haben. Und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Das Dumme ist bloß, dass wir eben nicht mehr allzu viel Grundwasser haben, weil davon ist ein Defizit schon aus dem letzten Jahr und aus dem vorletzten Jahr schon ein extremes Defizit da. Und davor war auch nicht so, dass wir unglaublich üppig Grundwasser gehabt haben. Und es könnte uns also theoretisch wirklich dieses Jahr passieren. Dafür bin ich nicht genug Hydrologe genug, um da eine qualifizierte Aussage zu machen. Aber möglich wäre es echt, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Wasserknappheit, die wir in Form von Trinkwassermangel und Rasensprengen verboten und solche Sachen durchaus bemerken könnten, erleben. Ja, das wäre schon durchaus möglich. Anderes Szenario, Wasser wird so knapp, dass die künstliche Bewässerung unserer Felder eingestellt werden muss oder sehr stark reduziert werden muss und dann wäre die Folge, dass wir weniger zu beißen haben. Angesichts dessen, dass Corona zwar auch nicht gerade lustig ist, wirklich nicht, aber dass hier dann doch auch ein sehr, 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 sehr ernstzunehmendes Problem ist, können wir uns gegebenenfalls auf schöne Zeiten freuen. Also, ich will ja gar nicht pessimistisch sein, aber ich bin es. So, die roten Punkte also, permanenter Welkpunkt erreicht. Hier wird gerade aktuell gestorben. Zum Zeitpunkt dieser Karte, wie gesagt, die ist jetzt vom 24.04. Aktuell mag es noch wieder ein bisschen besser aussehen. Dieser Zustand ist aber ganz schnell wieder erreicht und der wird auch ganz schnell viel schlimmer, sobald die Regenfälle jetzt wieder vorbei sind und sich danach gegebenenfalls nochmal eine lange Dürreperiode entsprechend etabliert. Ich habe so eine schlimme pflanzenverfügbare Wasserkarte mit eigenen Augen so noch nicht gesehen. Ich habe mir nämlich nicht die alten aus 2018 mal noch angeguckt. Ich kannte da den Dürremonitor ehrlich gesagt noch nicht. Aber das sieht alarmierend aus. Und nochmal, es ist erst Ende April. Wir haben noch nicht mal Mai. Also, ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe wirklich ein bisschen Bammel. Nochmal, die roten Punkte, permanenter Welkpunkt. Also Bäume können, dadurch, dass sie eine längere Wurzel haben, eventuell eben über den permanenten Welkpunkt hinaus auch nochmal eine Zeit lang ganz gut klarkommen. Aber halt auch nicht allzu lange, wie gesagt, außer sie stehen im Grundwasser und so weiter und so weiter und so weiter. Aber da muss man sich wirklich, wirklich, wirklich Gedanken machen. Wir haben zum Beispiel eben hier im komplett am oberen baden-württembergischen Rheingraben, sage ich jetzt mal, so eine Linie von roten Punkten. Das liegt einfach daran, dass der Rhein für die Umgebung entwässernd wirkt. Sämtliches Grundwasser fließt da zum Rhein, der saugt das quasi so ein bisschen auf, der hat da so eine Sogwirkung und die ihn umgebenden Böden sind sehr sandig. Das heißt, das Wasser wird da sofort aufgenommen, geht sofort ins Grundwasser und wird dann eben auch sehr schnell vom Rhein dann gegebenenfalls abtransportiert mit all den anderen Wasser, was da halt sonst noch den Rhein runterkommt. Und das führt dazu, dass wir da sehr schnell sehr, sehr dürre Sachen kriegen. Und ich hatte ja ein erstes April-Scherz-Video gemacht. Das habe ich 3-4 Tage vorher gedreht. Das war ja auch da im Hartwald bei Karlsruhe. Und jetzt rückwirkend bin ich eigentlich ziemlich entsetzt, wie ich hatte da meine Hand Boden aufgehoben. Und hatte, einen Moment bitte, und hatte diesen hier, muss mich jetzt nicht allzu zukrümeln, diesen hier gemacht. Und man konnte schön sehen, was für ein feines Rinnsal sandiger und absolut furztrockener Boden das gewesen ist. Dieser hier, der hat jetzt noch länger keinen Regen abbekommen. Ja, da ist jetzt ein komplett, fast kompletter April ohne Regen dazwischen gewesen. Aber dieser hier hat wenigstens noch eine gewisse Struktur. Da ist noch ein Hauch von Restfeuchtigkeit zu erkennen. Das liegt nicht daran, dass jetzt eben ein paar Tropfen runtergekommen sind. Wie gesagt, komplett nichts hier am Waldboden. Das kannst du vergessen. Aber das hebt auch nicht mehr lange. Und das hier sind die widerstandsfähigsten Böden, die wir hier in der Region haben. Gute Nachricht? Nein, keine. Wüsste ich jetzt nicht. Wir können im Grunde nur uns auf Regen hoffen, auf Regen beten, auf Regen tanzen, auf Regen beschwören, jede Menge Hüte umdrehen, damit es reinregnet. Ich weiß es nicht.
ändern können wir nicht wirklich was. Man sollte aber vielleicht einfach nur im Hinterkopf behalten. Und insbesondere spreche ich jetzt eine Person an. Ich habe nicht recherchiert, wie sie heißt. Aber gestern um 17 Uhr hat die Wetterfrau von SWR 3, ja, unserem südwestdeutschen Radiorundfunk, somit, glaube ich, der meistgehörte Radiosender hier in der Ecke, gemeint, ach ja, die Sonnenanbeter müssen jetzt tapfer sein. Die nächsten Tage ist erstmal Schluss mit dem guten Wetter. Ich habe selten gewalttätige Gedanken gegen Frauen. Aber von einer Meteorologin, ich weiß nicht, wer bei denen den Wetterbericht macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was der Beruf der Wetteransager da im Radio ist. Aber wie kann von einem Experten, angeblichen Experten, ich weiß nicht, die muss ihren Abschluss, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie eine ganz tolle Person. Ja, das kann ich beurteilen. Sie klingt ja auch immer sehr sympathisch. Und wahrscheinlich haben ihre Chefs ihr gesagt, mach immer gute Laune. Ja? Und du so, als sei Sonne was Gutes. Aber wie kann von so jemandem, das geht doch nicht. Ja? Man muss doch die Wahrheit irgendwie zumindest so halbwegs wahrnehmen. Gerade wenn man Meteorologe oder zumindest in irgendeiner Form im Wetterbericht zuständig ist, dann muss man doch so viel verstanden haben, dass wir gerade auf das dritte extreme Dürrejahr in Folge zusteuern. Es bereits angefangen hat, streng genommen. Und die Chancen, dass sich da nochmal was ändert, super gering sind. Wie kann man denn da auch nur ansatzweise so tun, als sei an regenfreiem Wetter irgendwas positiv? Ja, es kann eine Hungersnot geben, wenn es dumm läuft. Und dann, ach ja, wir haben zwar nichts zu essen, aber wir können immerhin in der Sonne sitzen. Yeah! Ich reg mich da häufiger drüber auf, gerade bei diesem speziellen Radiosender. Und vielleicht ist es auch immer die gleiche Wettertante, über die ich mich da aufregen muss. Aber Kotzwürg, wie kann man nur? Wie kann man nur? Also da muss ich sagen, sind die Nachrichtenwettermenschen doch erheblich weiter. Da sind auch mal hin und wieder welche dabei, die es ignorieren und keinen Kommentar zum Wettergeschehen abgeben, außer halt die Vorhersage. Aber es sind auch ganz oft welche dabei, die inzwischen übrigens auch den Dürremonitor entdeckt haben und Bilder vom Dürremonitor auch in den Hauptnachrichten, sowohl 20 als auch 19 Uhr, also in ARD und ZDF, gerne mal einblenden. Und das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das finde ich ganz, ganz hervorragend. Und die auch eben sagen, wie die Situation ist und wie viel Niederschlag gerade fehlt. Und ja, ne? aber die Kacke, sie würde dampfen, aber dafür ist nicht genügend Feuchtigkeit vorhanden. Wirklich nicht lustig. Wirklich so gar nicht lustig. Aber jetzt wiederhole ich mich und jetzt können wir an der Stelle auch wieder mehr oder weniger Schluss machen. Hab, glaube ich, alles im Großen und Ganzen erklärt. Ein Schlusssatz noch. Das Hauptproblem ist, wenn wir jetzt schon eine überwiegend stabile, nicht besonders nasse Wetterlage haben, ja, und es jetzt bereits losgeht, dann ist stark anzunehmen, dass es damit eben wie die letzten zwei Jahre wieder weitergehen wird. Und warum? Weil der Antrieb, der das Wetter auf der Erdkugel durch die Gegend schiebt, immer mehr nachlässt. Denn der ist, ganz grob gesagt, natürlich noch von 7 Milliarden Faktoren abhängig, aber grob bewegt sich deswegen ein Wetter auf unserem Planeten durch die Gegend, weil es im Norden und ganz tief im Süden, also an den Polen, kalt ist und am Äquator ziemlich heiß. Und deswegen gibt es da eben ein Temperaturgefälle dazwischen, was aus sich auszugleichen versucht durch verschiedene Strömungen. Und da diese Strömungen nun mal nicht gleichmäßig erfolgen, weil sich zum Beispiel die Erde dreht und dadurch eine gewisse Corioliskraft ausübt, beispielsweise, oder da hin und wieder mal so ein paar Gebirge im Weg sind, oder Ozeane sich anders verhalten in der Aufwärmgeschichte wie das Land und, kommt das natürlich noch ganz viel, 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 viel komplexer und Vegetation auch noch einen Einfluss aufs Wetter haben kann, ist so. Deswegen ist es kompliziert. Aber im Grunde haben wir es geschafft, den Hauptmotor des ganzen Wettergeschehens, nämlich am Pol ist es kälter als am Äquator, abzuschwächen. Indem es am Pol zwar immer noch kälter ist als am Äquator, aber deutlich weniger unterschiedlich kalt oder warm, je nachdem, wie man es nimmt. Und das führt einfach im Endeffekt zu einer Zunahme sehr stabiler Wetterlagen. Und eine sehr stabile Trockenheitslage führt dann bei uns halt wieder zur Dürre. So, und jetzt hatten wir, und auch das möchte ich jetzt doch noch erwähnen, ich will ja eigentlich schon Schluss machen, aber jetzt hatten wir letztes Jahr ja bereits tote Bäume im Bereich so von ungefähr 1%.
noch nicht ganz, aber fast. Das ist das X-fache von normalen Jahren und auch nochmal das X-fache von 2018. 2019 war also viel schlimmer. Jetzt ein drittes Jahr in Folge könnte dann zu einem Extrem, also wenn ihr das bisherige, die bisherige Situation im Wald noch nicht schlimm findet, ne? Dann nehmt die bisherige Situation im Wald an toten Bäumen und so weiter und so fort. Und die könnt ihr, ich sage jetzt nicht nochmal verdoppeln, aber dann doch nochmal um ca. 50% erhöhen. Und dann haben wir das, was uns dieses Jahr so ungefähr blüht. Also wirklich jetzt auch etwas, was man nicht anders bezeichnen kann als wirklich Waldsterben. Das ist dann nicht das sogenannte Waldsterben. Das ist dann ein Waldsterben, zwar nicht ein ganzes Waldsterben, also der ganze Wald ist sofort weg, aber den Begriff hat es jetzt dann definitiv verdient, wenn es jetzt nicht bald deutlich, deutlich mehr regnet und dann irgendwann nochmal regnet und dann nochmal regnet und dann 2021 das ganze Spiel nicht schon wieder von vorne losgeht. Der einzige Lichtblick am Horizont besteht darin, dass es aktuelle Forschungsergebnisse gibt, die vermuten lassen, dass sich Bäume bei einer ständigen Dürresituation immer mehr dafür anpassen und sie immer mehr lernen, mit eben der Dürre zurechtzukommen und grundsätzlich einfach weniger wachsen, aber dafür auch weniger sterben, in Anführungszeichen. Und das kann sein, dass das dieses Jahr schon einsetzt. Das wäre also so die Hoffnung. Ich habe schon Eichen gesehen, die erstaunlich wenig ausgetrieben haben. Das könnte bereits eine Anpassung sein, dass sie zum Zeitpunkt des Austriebs, also so gerade so Halbgebirgseichen, so auf Höhe von 3, 4, 5, 6, 700 Metern, so irgendwo so in dem Bereich, dass da also schon durch den späten Austrieb und damit das volle Erleben der Dürre der letzten Wochen, dieser Austrieb besonders wenig stattfindet. Und das wäre strategisch klug, weil wenn man weniger austreibt, braucht man dafür weniger Energie, verbraucht hinterher weniger Wasser, selbst bei Volllastphotosynthese, und die Chance, dass man dann mit dem sowieso schon reduzierten Laub durchkommt bis zum Herbst, ist natürlich erheblich höher, als wenn du jetzt erstmal 100% austreibst und dann im Laufe des Jahres 20, 30, 40, 50, 60, 70% abschmeißt und dann im Juni den Rest gefühlt. Na? Und deswegen ist das vielleicht bereits eine Anpassungsstrategie und vielleicht könnte das beispielsweise bei Eichen dazu führen, dass wir jetzt eine Erholung beobachten können, obwohl sich die Situation eben überhaupt nicht verbessert hat, aber sie vielleicht die Anpassung der Eiche zugenommen hat. Eiche als sehr langlebige Baumart ist ja darauf ausgelegt, sehr lange Zeiträume am selben Ort rumzustehen und muss daher eine gewisse Flexibilität an Klimaänderungen an dem Ort, wo sie rumsteht, mitbringen, sonst wäre sie schon ausgestorben, wenn sie dafür keinerlei Programm hätte, vorsichtig ausgedrückt. Und da sitzt sicherlich noch ein gewisses Potenzial für Hoffnung. Wer in nächster Zeit mal einen Baum gießen möchte im Wald, darf das gerne tun und kann einmal beobachten, ob der eine Baum, den man da gegossen hat, dann noch ein paar Jährchen stehen bleibt. Ich mache, glaube ich, zum Thema einen Baum im Wald gießen auch noch ein Video, falls euch das interessiert. Das wäre jetzt der Punkt, wo ihr mir dann vielleicht nur ganz kurze Rückmeldung gebt, ob euch das interessiert. Bin mir nämlich selber nicht so ganz schlüssig, ob das nicht vielleicht ein blödsinniges Video ist oder zu sehr in den Bereich der Wohlfühlökologie abdriftet, die ich ja eigentlich ziemlich verabscheue. Aber ja, nur sagt mir einfach mal eure Meinung. Das wäre schön. Also wer möchte. Wer nicht möchte, der braucht auch nicht. So, das wäre es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche uns allen möglichst nasses Wetter und möglichst viel Regen. Und toi, toi, toi.